Hallöchen und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Wir zocken heute endlich Sea Angry Video Game Nerd Adventures. Das Spiel von, mit und rund um James Wolfe, oder wie man ihn eher kennt als Sea Angry Video Game Nerd oder auch Sea Angry Nintendo Nerd, wie er früher hieß, wo er sich noch mehr auf Nintendo-Spiele fokussiert hat. Und ja, ich freue mich echt mega, dass ich jetzt endlich mal zocken kann. Es wurde eigentlich schon viel früher geplant, 2014 rum, also schon letztes Jahr. Aber ich hatte nie so richtig Zeit dafür, jetzt habe ich endlich mal ein bisschen Platz freigeschaufelt. Und jetzt haben wir mal dieses coole Spiel raus, denn nächstes Jahr kommt schon der Nachfolger, Sea Angry Video Game Nerd Adventures 2, A Simulation. Das wird auch Let's Play, das ist schon bombenfest, schon in Stein gemeißelt. Aber erstmal kümmern wir uns mal um das erste Spiel, wo ich erstmal die Steuerung umstellen muss, denn, ja, wie man sehen kann, das Ganze ist auf Englisch oder Amerikanisch, auch US-Style. Da ist immer die Steuerung von Y auf Z umgestellt. Und da ich jetzt immer mit Y, X, C und V gespielt habe, meine ganzen früheren Emulator-Spiele, mit Super Nintendo, Game Boy Advance und so weiter, das konnte man ja früher alles per Emulator zocken. Und heute auch noch, logischerweise. Aber das habe ich immer früher mit der Einstellung gezockt und deshalb bin ich da so gewohnt, dass ich das einfach mal nehme. Aimlock werde ich nicht nehmen, das ist mir doch ein bisschen zu einfach, sage ich mal. Bin doch ein bisschen zu blöd dafür. Aber ich nehme einfach mal diese Einstellung. Nehmen wir mal eine ganz kleine Statistik, um zu zeigen, wie viel Zeit ich da schon reingesteckt habe. 505 Minuten, 58 Sekunden, 1074 Tode. Ich werde auch so oft sterben. 99 von Ups collected und 512 Bier getrunken. Das ist schon eine schöne Statistik. Gut. Und ich würde sagen, alles weitere bekannt sich dann während des Let's Play an sich. Also beginnen wir mal ein neues Spiel auf Normal. Man kann es auch auf Einfach spielen, das sind dann 6 Beers, Unlimited Tries, Strong Weapons and Easy Enemies. Bei Normal haben wir 3 Beers, 30 Lives, Normal Weapons and Normal Enemies. Und bei Old School 3 Beers, 15 Lives, 5 Continuous, Normal Weapons and Enemies. Checkpoints are invisible, no saving. Und das No-Saving wird so ultra schwer sein, deshalb denke ich mir, gut, Oldschool wäre zwar ein bisschen cool, ist ja auch so ein auf Oldschool getrimmtes Spiel, aber das ist doch ein bisschen zu schwierig, deshalb spielen wir das Ganze mal auf Normal. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Let's Play. Sea Angry Video Game Nerd and his friends were playing a shitty game together, when suddenly, his friends were zapped into the TV. The nerd escaped into the basement, but an arm came out of the TV, grabbed him by the balls, and pulled him inside. Gameland 3 AM. What the fuck? Am I in a shitty game? Hey, listen, I'm Nagi, the personalizing Firefly, and I'm here to help. Oh fuck no, go away. Press the A button to jump. Hold it down to jump higher. Jump button to jump? You're a fucking genius. Now, leave me alone. Super. Kaum gibt mir das Spiel schon die erste Anspielung da auf Nagi von The Legend of Zelda mit Nagi. Und wie schon gesagt hat, man kann hier rumspielen, rumspringen. Hier normale Springen, hier ein Ultra Jump. Das Ganze sieht auch aus wie so ein 80er, 90er Jahre Jump and Run Spiel. Was auch ziemlich gut zu ihm passt, denn er spielt ja hauptsächlich so ältere Spiele, die auf diesen Style getrimmt sind, deshalb passt auch perfekt. Und hier ist schon eine weitere coole Anspielung. Wie man schon mal seine Videos kennt, hat er eine NES-Konsole, also Nintendo Entertainment System für die New Kids von euch, der Vorgänger von Super Nintendo. Und seine Konsole sieht einfach aus wie ein Toaster oder hat er so umgebaut irgendwie. Und da kann man ja auch geilerweise speichern. Das ist so cool irgendwie. Und ja, und er hat noch eine Waffe, wo er rumballern kann, die Super Nintendo, ich weiß gar nicht, wie die heißt, hat auch so einen ganz komischen Namen gehabt. Und hier kann man, wenn man Schaden nimmt, ich mach's halt profiweise, ich bin ein Pro-Gamer, zack. Schon haben wir ein bisschen Schaden, das kann man hier mit einem Bier aufheilen, zack. Beer restores your health and makes everything better. Damn straight. Er hat dabei seinen ersten Videos extrem viel Bier getrunken, wo er sich über die Spiele aufgeregt hat. Das wurde wahrscheinlich auch ein bisschen so aufgenommen. Gut, hier ist ein weiterer Checkpoint. Hier kann man diese Mauer nach oben fahren lassen und hier auch. Hier ist ein bisschen die Steuerung erklärt.
Und hier ist schon die erste Subwaffe, die man hier haben kann. Diese coolen Steine, die aber nichts bringen. Fuck these rocks. They just arc over everything. Es gab ja früher auch ziemlich viele Spiele, wo so Steine als Waffen fungierten. Macht ein bisschen Schaden, aber ziemlich wenig. Da brauchen wir sie mal so. Da ist schon... Ist es nicht Zapper? NES-Zapper? Ich glaube, irgendwie so ähnlich ist das. Ich hatte das früher gar nicht. Aber früher das ganze erste Fahrzeug so ultra teuer. Da hatte ich nur die normale Konsole und sonst eigentlich gar nichts, aber ich weiß. Vorsichtig, ob. Aber Vorsicht! So, zack. Bin schon ein kleines bisschen geübt darin. Wenn man diese Steine berührt, wo ich jetzt meinen rechten Fuß habe, also eigentlich muss ich jetzt sterben, aber egal. Wenn ich die berühre, dann sterbe ich. Was er schon der Totenkopf sagt. Muss man ein bisschen aufpassen, wollte ich gerade sagen. Und hier sieht man auch immer drunter einen richtig schönen. Ich bin so ein Genius. Einen richtig schönen Flugspruch. Meistens mit ziemlich viel Sprüchen rund um Fahrt. Was noch? Fahrt, Shit, Puke, Poop, Piss, Diarrhea, genau, Durchfall. Also ziemlich viele Flugwörter. Aber es ist immer schon mal sein Videos gewohnt, dass ich bin so ein. Ich bin viel zu schlecht für dieses Spiel. Wohlgemerkt, das ist noch das Tutorial-Level. Aber da merkt man schon, dass es nicht gerade so ultra einfach ist. Aber ja, wenn man ein bisschen quatschen muss, dann ist es sowieso ein bisschen schwieriger. Hier schon das erste richtig coole Power-Up, nämlich der Glitch-Gremlin. Kann man den Glitch ein bisschen ausnutzen und wieder fast sterben. Super. Der kam auch in einem seiner ersten Videos vor, glaube ich. Ich weiß nicht mehr welches, aber da kam irgend so ein komischer Gremlin. Und dann wurde das Spiel durchgeglitscht. Ein weiterer Checkpoint. Und hier ist der. Weiß nicht, ob er so hieß, aber ich glaube, der hieß Terminator Jesus. Also ich weiß nicht, warum er so heißt, Terminator Jesus, keine Ahnung. Ist aber schon einer der stärksten Level-Ups oder One-Ups, die man hier bekommen kann. Vorsichtig. Perfekt. Und rüber hier. So, da sind wir eh schon am Ende des Tutorial-Levels angelangt. Und hier kann man auch noch geilerweise, das wusste ich vorher auch nicht, da kann man hier einfach Nagi töten. Indem man einfach hier auf sie schießt. You want to hold my hands through a video game? I'm the fucking nerd, bitch. So, und mit diesem wunderschönen Satz beendet wir das Tutorial-Level mit 3 Toten in 5 Minuten. Gott, bin ich schlecht. Oder ich katsche ein bisschen zu viel, das kann auch sein. Aber hier sind wir schon am Level außer Bildschirm. Hier können wir spielen Assholevania, Happy Fun Candy Time, Future Fuckballs 2010, Blizzard of Balls, Cypherards Consumed, Dungeons and Dickholes, Beat It and Eat It, da freue ich mich schon am meisten drauf, und Boo Haunted House. Wie man schon lesen kann, Asshole, Fuck, Balls, Fart, Dickholes, das ist wirklich so voller Flüche. Ich hoffe, da könnt ihr einigermaßen mit leben, ist ja alles auf Englisch, also ist eh nicht so ultra schlimm. Aber, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich werde dieses Spiel mehr oder weniger zu 100% durchzocken. Das sieht so aus, dass ich das ganze Spiel durchzocke, logischerweise. Und ich werde noch alle spielbaren Charaktere holen. Und ich werde versuchen, alle Cameo-Auftritte zu finden. Das sind hier fast 20, 30 Stück, das sind verdammt viele. Aber ich werde zumindest versuchen, alle zu holen oder relativ viele davon. Denn hier sind auch ein paar ziemlich coole amerikanische YouTuber oder amerikanische Gamer vertreten. Unter anderem Eagle Raptor, Jalil, Dragon Rider, auf den freue ich mich schon am meisten drauf, das ist nämlich der Completionist, den ich ultra feier. Dann gibt es noch The Black Nerd und noch ein paar amerikanische. Jontron ist nicht dabei, PewDiePie ist auch nicht dabei, Markiplier ist nicht dabei, also die, ich sag mal, die Oberkrassesten sind nicht dabei, aber ein paar der mittleren Größenordnung vom amerikanischen Größenverhältnis ausgesehen. Und ich werde versuchen, dass ich hier relativ viele zeige, denn es sind ein paar ziemlich coole dabei. Und ich werde dann das Ganze bei einer kleinen Liste durchzocken, die ich erstellt habe.
damit ich hier möglichst kein Level zweimal spielen muss. Und wir beginnen einmal mit Future Factors 2010, wo ich meinen ersten Kumpel abhole. Aber jetzt mal beginnen wir mal dieses schöne Science-Fiction-Level von 2010. Sure. This is what 2010 was like. Pure green blocks and purple jellyfish, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das könnten Anspielungen auf die Metroid sein, denke ich mir mal. Und diese Roboter hier, das finde ich auch ziemlich cool. Das war in einem seiner ersten Videos, ich glaube, ein bisschen spätere Videos. Das ist nämlich ein Roboter, den man an die NES-Konsole anheften kann. Und man konnte damit irgendein ganz komisches Spiel den sozusagen programmieren, dass er die... Also konnte man Disk einlegen und die konnte er dann auf Kommando irgendwie dann rumschießen, was damals schon ein bisschen... Ja, es war damals schon ziemlich cool, es war so eine eigene... durch Videospiele eigene Roboter programmieren, also es war schon damals verdammt cool. Aber naja, ich sag mal ein bisschen seiner Zeit voraus, also war schon ein bisschen lächerlich irgendwie. Oh, es war knapp. Und ich finde es auch ziemlich cool, wenn man seine Fans, seine Videos feiert und die Fans dann alle möglichen Anspielungen und Referenzen zu seinen eigenen Videos hier, das ist einfach so cool. Das müsste ja auch so gut wie jedes Monster, was hier vorkommt, auch irgendwie in seinen Spielen vorgekommen sein. Da bin ich jetzt nicht so der krasse Nerd, der zu jedem Monster sagen kann, okay, der kommt aus dem und dem Spiel her. Aber bei ein paar der markanteren weiß ich es doch noch. Und da sind so geile dabei teilweise. So. Aufpassen. So. Komm schon. Ja, normal Weapons sind normal Enemies. Also mache ich jetzt nicht so mega viel Schaden. Es dauert ein bisschen, aber das hat man gleich. Oh Gott. Not these fucking things. Okay, Nerd. Timing is everything. Ja, die kennt man auch von früher. Die gab es ja auch bei Super Mario Land 1 oder 2 schon, also gibt es schon ein kleines Weilchen. Aber ich gehe zuerst mal in diese Richtung, denn hier ist schon mein erster Kumpel. Und es ist... Zack! Hallo? Oh shit. Is that... Punkt, Punkt, Punkt. Ein Skelett mit einer Gitarre? Gitarre! Guitar now is now playable. Special shoot through walls. Press LB or RB to switch. Das ist eine kleine Anspielung auf den, ich sag mal, Intro-Spieler von der ersten, vom ersten Opening so gesehen. Denn beim ersten Opening von seinem Video sieht man den Nerd auf seiner Couch sitzen, wie er Videospiele spielt, ein bisschen sauer ist. Und dann kommt hinter der Couch einfach mal dieser Typ mit der Gitarre daher und singt das markante Opening. It's the angry Nintendo Nerd. It's the angry Atari Sega Nerd. Und so weiter und so fort. Ich weiß gerade den ganzen Text nicht. Und egal, das ist irgendwie so eine kleine Anspielung darauf, dass er immer hinter der Couch verspannt und er nach den ganzen Jahren irgendwie verstorben ist. Schon ziemlich witzig. Und hier kann man, wie schon gesagt wurde, auch hier rumswitchen. Wenn man nicht gerade stirbt. Oh, vorsichtig. Nein. Mit den anderen spiele ich relativ selten. Ich spiele eigentlich meistens mit dem Nerd, weil ich ein bisschen... Da man ihn einfach straight schießen kann und die anderen haben immer so ganz komische Waffen. Ne, den habe ich noch. Nee, Moment, ich muss da doch nochmal nach hinten. Denn da gibt es ein Leben abzuholen. Wollte ich gerade machen, aber naja. Ich dachte mir lieber, sterbe ich mal. Macht ein bisschen mehr Spaß. Und das hier wollte ich machen. Komm schon. Zahnrad. Aktivieren. Auch eine geile Mucke, wie man hören kann. So, und wieder switchen. Oh, es war knapp, aber geschafft. Man findet ja auch noch zwei weitere Freunde, wie schon gesagt wurde. Insgesamt sind es 4 spielbare Charaktere. Wobei es eigentlich bei aktuellem Stand eigentlich 6 sein müssten. Aber ich denke, die anderen beiden, die ich meine, kommen erst richtig 2014, 2015 bei den Videos vor. Also Bootsy und der eine andere, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Aber die kamen, wie gesagt, erst ein bisschen später vor. Bootsy bei den Board James Videos, der 2014 anfing, soweit ich weiß. Also der Nerd spielt nicht nur normale Videospiele, sondern auch Brettspiele, die er dann geilerweise
Board James nennt, was man einerseits als Brett James lesen kann oder auch als gelangweilter James mit Board, heißt ja auch Langeweile oder gelangweilt. Also echt ziemlich cool. Und er erzählt in diesem Brettspielvideo sogar eine eigene Geschichte, die sogar ein Ende hat, ein Finale, was echt spannend ist. Und na, ich finde es ziemlich cool, dass man aus stinknormal langweiligen Brettspielen, die echt teilweise echt langweilig sind, eine so mega spannende Videospielreihe macht oder eine Videoreihe, wo Fans wirklich monatelang darauf warten, bis es endlich weitergeht und auch verdammt viele Fans. Er hat ja einige Millionen Abonnenten, das ist schon richtig krass. Vor allem, weil er kein richtiger, regulärer Let's Player ist. So, vorsichtig. Dann lasse ich ihn nochmal heraus. Sieht ein bisschen cooler aus. Aufpassen. So, perfekt. Perfekt getimter Sprung. Hier unten ist noch ein Bierchen, wenn man das braucht, aber ich brauche ja keins. Ich bin ja kein Alkoholiker. So, perfekt. Hier noch ein weiteres Live. Zack. Was könnte ich jetzt noch alles quatschen? Ich könnte mit dem Typen so mega viel quatschen. Unter anderem auch, dass er das Ganze mit den Nintendo-Nerd als kleines, ja, das war sogar ein kleines Studiumsprojekt von ihm. Denn er ist ein, also James Wolfer selbst, der Typ hinter dem Nerd. Er ist ja ein Student. Er ist selber Surfer, ja, eine kleine Anspielung auf den Silver Surfer, ein Spiel, was er ultra hasst. Er ist eigentlich ein Student, der irgendwie Videobearbeitung oder irgendwie sowas ähnliches studiert hat. Und während seines Studiums dann irgendwie auf die Idee kam oder während seines Schulungsprojektes, keine Ahnung, hat er sich einfach mal den Nerd ausgedacht und dann seine ersten Videos produziert. Und naja, das ist echt mega krass, was echt innerhalb von, ich glaube, 8-9 Jahren angefangen hat, 2008 glaube ich, 2008, 2009 rum. Und es ist echt krass, was er innerhalb von diesen paar Jahren geschafft hat. Das ist mega krass. Und hier übrigens der erste Bossgegner. Ich denke, mit einem Leben werde ich es nicht packen. Deshalb zweiter Versuch. Irgendwann hat er ein Spiel, war schon das zweite, wie gesagt, einen eigenen Kinofilm. Der lief in Amerika im Kino, bei uns leider nicht, da ist wahrscheinlich nicht so extrem viele Fans gibt, wo sich das auch lohnen würde. Was ist das? Und geschafft. Second try. Wanted to learn to be an asshole. Eine Antwort auf seine Frage. Wanted to learn to fly. Ich hatte nur keine Zeit zum Lesen. Also zwei Videospiele. Ein Film. Und sogar eine eigene Convention. Und das ist schon richtig. Also das hat nicht mehr PewDiePie geschafft. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ist eine etwas kleinere Convention, aber ist schon ziemlich cool. Gut, und habe ich es gesagt eigentlich, dass ich jetzt bei jedem Video nur ein Level spiele? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon, wir gehen alles durcheinander. Keine Ahnung, ich bin ein bisschen verwirrt im Schädel. Auf jeden Fall habe ich es mir so überlegt, dass ich einfach, da glaube ich genau, stimmt. Ich habe gesagt, es werden 9 Videos kommen, jeweils mit einem Level. Und Future Factboys 2010 haben wir schon bravourös gemeistert. Und wir haben auch schon unseren Kumpel abgeholt, dem Guitar Guy, den wir später auch ein paar Mal brauchen werden. Und weiter geht's dann im nächsten Part bei Part 2 mit dem Level Dungeons and Dickholes, also Höhlen und Schwanzlöcher. Ich weiß nicht, warum das so heißt, aber ja, ist nun mal so. Und da holen wir schon die ersten beiden Cameo-Auftritte ab, nämlich Jim Sterling und Mr. Destructoid. Wer Mr. Destructoid ist, weiß ich nicht, aber Jim Sterling sagt mir schon ein bisschen was. Aber, naja, gucken wir mal, wer das dann ist. Also, erst einmal danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei diesem etwas seltsamen Videospiel. Ist ein bisschen komisch, denn es ist echt ein bisschen, ich weiß nicht. Es ist irgendwie extrem, es hat immer so ein ganz eigenes Stil irgendwie pro Level. Jetzt hatten wir dieses Science-Fiction-Level. Dann später gibt es dieses Happy-Candy-Fun-Time-Level, wo alles so fröhlich ist wie bei Super Mario. Dann gibt es eine Anspielung auf Castlevania, dann auf diese ganzen Horror- und Gruselspiele, dann ein Eis-Level und auch ein Porno-Level. Beat it and eat it, kann man schon ein bisschen sehen, weil diese Dame etwas lastiv am Eis schlägt. Die hat wahrscheinlich dann was anderes schlägt, das wird ziemlich cool.
Und ja, wenn wir alles dann haben, ist hier beim Fragezeichen dann das 9. und finale Level. Mit einem fetten Bosskampf, der echt ultra schwierig wird, aber habe ich echt schon ein bisschen Angst davor. Aber ja, wird schon irgendwie schief gehen. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei diesem etwas kurzen Let's Play. Wem es nicht gefällt, sorry, es werden nur 9 Videos sein, also kann man es einigermaßen überbrücken oder so. Und ja, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.